Das ist eine knisternde Spannung, die wir hier im Börsensaal auch an der Börse Stuttgart zu verzeichnen haben. Denn die Wahlen, die Parlamentswahlen in den Niederlanden laufen. Wir werden frühestens am Abend ab 21 Uhr erste Ergebnisse bekommen. Aber jetzt zeichnet sich schon ab, dass es eine schwierige Regierungsbildung werden dürfte mit mehreren, möglicherweise sogar mit 4 Parteien, die sich dann hier zusammenraufen müssen, um dann tatsächlich irgendeine stabile Form der Regierung zu bilden. Warten wir das Ganze aber erstmal ab, denn ein anderes Thema steht ebenfalls im Fokus. Am Abend um 19 Uhr wird die US-amerikanische Notenbank Fed ihre aktuelle Zinsentscheidung bekannt geben. Im Dezember hatte man den Leitzins in den USA erst auf 0,5 bis 0,75% angehoben. Und jetzt hat Janet Yellen schon signalisiert, dass sich die Situation am Jobmarkt in den USA weiter stabilisiere, weiter verbessere und man ebenfalls auf die Inflationsdaten schaue. Und die kamen jetzt ganz frisch rein. Für den Monat Februar haben wir jetzt in den USA schon eine Inflationsrate von 2,7% im Vergleich zum Vorjahr. Einen Monat zuvor hatten wir die Rate noch bei 2,5%. Wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit 5 Jahren angekommen. Ein weiteres Argument, also tatsächlich für eine weitere, zumindest leichte Zinsanhebung in den USA, die von den Marktteilnehmern jetzt erwartet wird. Warten wir auch hier ab, ob es dann tatsächlich so kommen könnte. Wir sprechen jetzt im Moment von einer erwarteten Zinsanhebung noch mal um 0,25 Prozentpunkt. Aber das werden wir sehen. Schauen wir noch mal auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die dann am Donnerstag im Programm stehen. Das ist unsere Vorschau darauf. Es kommt zunächst um Mitternacht der Entscheid geldpolitischer Maßnahmen der japanischen Notenbank. Um 8 Uhr am Morgen gibt es die Pkw-Neuzulassungen. Um 9.30 Uhr den Zinsentscheid der Schweizer Nationalbank. Um 11 Uhr haben wir die Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroraum. Hier dann die endgültigen Angaben für den Monat Februar. Um 13 Uhr gibt es den Zinsentscheid der Bank of England, auch ganz interessant. Und um 13.30 Uhr gibt es dann obligatorisch, wie fast an jedem Donnerstag, die Anzahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und den Philly-Fed-Index, den Konjunkturindex der Notenbank von Philadelphia. Dann haben wir noch ein paar Unternehmen, die ihre Quartalszahlen vorlegen werden. Zu denen gehören dann am Donnerstag die Deutsche Lufthansa, die den Pilotenstreit, den jahrelangen Pilotenstreit nun endlich scheinbar beilegen konnte. Dann haben wir Heidelberg Zement, K+S, Lanxess, MAN, Pro7, Sat1 und noch einige mehr.